Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori, wie ihr seht, mit Assassin's Creed Unity. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vidoc. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidoc. Okay, also quasi ne Nebenquest. Oh, was war das jetzt? Okay. Akzeptieren. Ja. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Oh, da haben wir jetzt ein neues Symbol. Hey Mann! Ja, keine Ahnung, was das jetzt für ein Symbol ist. Aber hier müsste eigentlich irgendwas sein. Was ist hier? Hier ist ein Symbol. Aber vielleicht oben? Ja, die Kiste sieht so aus, als könnte ich sie eh nicht aufmachen. Ja. Wie viel wollt ihr? Falscher Patriot! Still! Weg! Plündern? Hat er einen Schlüssel mit? Nö. Knoblauch! Was hast du mit Knoblauch? WTF, Kirschbomben. Okay. Muss ich auch mal einsetzen. So, ich schätze, ich muss... Ich probier's mal. Vielleicht oben noch. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, was ich hier tun soll bei dem. Nö. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen einfach mal weiter Richtung Grün. Oh, das... Hat das wehgetan? Nö, ne? So, da ist irgendwo so ein Assassin's Creed Symbol. Vielleicht ist das sogar der Multiplayer, ich weiß es nicht. Der da über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oh. Mord, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten, ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Pisspot. So, Extremisten. Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute, Remy hat Monsieur Apinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Das war's, ne? Das war's jetzt. So schnell kann's gehen. Dreh einen Assassinen nie den Rücken zu. Denn es endet tödlich für dich. Na, Tintenfass?
Altes Gewand. Ja, ich muss leider stehlen, denn ich will natürlich auch neue Waffen und so, ne? So. Okay, hier hoch. Da waren gerade ein paar Gegner, ne? Das hätte mich schon gereizt jetzt. Oh, das sieht wirklich schön aus. Ganz Paris. Wirklich ein Wahnsinn. So, wo ist er hoch? Hier? Brauchst du eine Pause? Na, eher wir. Eher wir brauchen eine Pause. Ah, wenn das keine glückliche Fügung des Schicksals ist. Muss ich den umbringen, oder was? Was ist mit Boten? Okay, beschuldigen und Gegner anlocken. Ja, Blunzen, wir haben ja natürlich eine Hauptquest zu machen. Und ich will ihn ehrlich gesagt nicht verlieren, ne? Wo ist er jetzt? Der hat ganz schön Meter gemacht, ne? Oh, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt hier. Rechts. Ah, hier geht's ja wirklich zu, ne? Ja, das war aber jetzt ein unmenschlicher Sprung, ne? Nein! Ja, das Springen, das muss ich noch irgendwie rausbekommen, ne? Also irgendwie springt er immer irgendwie. Hey, jemand muss ihn aufhalten! Er hat aus meinem Laden geklaut! Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Warum hilft mir keiner? Ja. Wie ramme ich den eigentlich? Okay. Ha, ich hab's geschafft. Ich habe ihn gerammt. So. La 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 la. Hehehe, lautlos! Versuch beim nächsten Mal vorher ein bisschen zu üben. Genau. Versuch zu üben. So, wir müssen hier irgendwie runter. Okay, Kampf der Fraktionen. Kommt von den Seiten! Das nur bereuen! Und rein! Ich reich dich! Aha! Da! Und du auch noch, weil es wurscht ist. Was soll das alles? Wer war das? Streiten lohnt sich nicht. Jetzt wissen sie es auch. So, hier runter. Ah, da steht er schon. Der war ja ziemlich flott unterwegs, ne? So. Oh, jawohl, hier bin ich. Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Interagieren. Zu viele Unwägbarkeiten. Wollte er noch sagen. Aber ich habe ihn leider unterbrochen. Passiert in dem besten Familien. Ja, obwohl ich in Paris war, kommt mir nicht irgendwie was bekannt vor bis jetzt. Bin gespannt, was noch so kommt. Welche Freude, mein Freund. Ja, im Geschäft war ich schon. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau. Drei Templer starben letzte Nacht. Nichts damit nicht anfangen wird. Die Templer schlachten sich seit 89. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Es kein Morgen. Ein Templer. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Oder einfacher er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Schmuggler? All das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Jetzt wird spannend. Was passiert? Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen.
Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Saint. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Saints Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Oh ja, Sequenz 3, Erinnerung 1 abgeschlossen. Ja, das ist interessant. Anscheinend müssen wir noch etwas das Dienstmädchen spielen, bevor wir unsere eigene persönliche Vendetta nehmen können. Ich würde es ehrlich gesagt gleich machen, aber ich glaube, das ist noch für ihn irgendwie zum Vorteil, ne? 2 Punkte habe ich bekommen. Yeah! Okay, was jetzt? Muss ich wieder rein? Nö, oder? Muss ich wieder raus? Nö, oder? Kann ich hier was stehlen? Nö, oder? Nee, aber es sieht geil aus. Mir gefällt irgendwie der Flair hier, ohne Witz. Okay, will er nicht runterspringen. Salut, Arno. Salut! So, hier ist zugesperrt, oder? Hallo? Ja. Das heißt, wir müssen zurück und höchstwahrscheinlich bekommen wir dann draußen die neue Quest. Geh weg! Was soll das alles? Arno, alles Gute. Okay, hier hat was geleuchtet. Kerzen oder so. Wo geht's denn? Ich bin mir nicht sicher, ne? Nö! Sackgasse. Ja, wie gesagt, ich spiel's blind. Ich sehe es mir auch nicht irgendwo anders an oder sonst irgendwas. Das sind halt meine, ja, mehr oder weniger spontanen Handlungen, was ich hier mache. Interagieren. Das heißt, ich weiß nicht, wohin. Ich muss quasi blind raten. Und ja. Gefällt mir ziemlich gut. Und es geht gleich weiter. Psst, hier. Hat man nicht gehört, ne? Oder habe ich so schön gesungen, dass man es nicht gehört hat? Hey, der Ladebildschirm, der nervt schon etwas, ne? Ich kann ja immer im Ladebildschirm irgendwie singen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Es werden Köpfe rollen. Koop. Belohnungen. Nö, jetzt mal nicht. Denn ich bin wirklich, also ich will, bevor ich irgendwie in Koop gehe, noch etwas freispielen, ne? Also ein paar Fähigkeiten, die natürlich, ja, mehr oder weniger von Vorteil wären. Ins Café. Jawohl! Geh mal rein! Laden, speichern, laden, speichern, entscheid dich bitte. Assassin's Creed. Oh, tu sie. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte-Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt.
Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Oh ja. Da liegt irgendwo eine Kiste. Irgendwo ist gut gesagt. Ich glaube oben. Ja, mich packt hier wirklich die Neugier. Was ist denn das hier? Arbeitszimmer. Okay. Kann man da andenken? Ah, das ist quasi meine Basis. Mein quasi kleines Schloss zum Üben, Erinnerungen, Flashbacks, Waffen. Arnos Zimmer, ja, war ja klar. Sieht hübsch aus. Die Bilder sollte er aufhängen, ne? Vermächtniskammer. Greifen Sie auf Ihre Gedenkmonturen zu. Clubsaal, hier steigt die Party. Hier fließt der Alkohol. Und im Kerker geht's zu den Orgien. Rüstkammer. Okay. So. Ja, da wird es mir höchstwahrscheinlich wieder ein Flashback geben. So, hier müssen wir hin. Einkommen nehmen. Ah, das heißt, das Café gehört mir oder so, ne? Ah, wieder ein voller Geldbeutel. 20 Forint. Da bringe ich 3 Gegner um und habe mehr. So, was muss ich jetzt tun? Okay, renovieren. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Vielleicht Verschönerung. Okay, die Halle. Kann ich das nochmal machen? Nee, gell? Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Ja, jetzt bin ich aber wirklich neugierig, ne? Wo ist das jetzt? Wo ist denn das? Aufgegangen. Wo ist das? Aufgegangen. Oben nicht. Einmal in der Halle und einmal Erdgeschoss, ne? Hieß es. Zumindest. Aber wo? Sitzt du hier? Arbeite! Bastard! So. Okay, da unten ist das Nostradamus-Rätsel, oder was? Oh, ich weiß nicht so recht. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seine Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus 3 Ringen. Einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen.
Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich das hier alles freischalten, dass wir unsere Vendetta nehmen dürfen. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ne? So, akzeptieren nur. Ja. Schließen. Ja, Leute, wie es weitergeht, ob es weitergeht, ob ich die Türe finde. Seht ihr, was ist denn das hier? Seht ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt, hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento, das sich gerade verläuft. Ciao, ciao.